aber nur ausnahmsweise, weil er so nah ist. Was sehen wir? Wir sehen ein Steinhaus. Wir sehen ein Bunker. Und wir sehen ein kleines Dörfchen. Okay. Okay. Wo waren das jetzt? Ein Fertigkeitspunkt. Für was hauen wir den raus? Teilweise gelehrte Gesundheits... Nice! Das brauche ich doch. Aber jetzt... Jetzt muss ich mich erstmal um den Außenposten kümmern. La 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 la. Wow. Wo können wir denn hin, um nicht entdeckt zu werden? Ich sehe auf Anhieb wieder drei Alarme. Ich sehe ein Scharfschütze. Okay. Komm nicht an den Alarmknopf ran hier. So. So. Warte. Zack. Nice. Die Alarme sind alle weg. Wow. Hier burns gewaltig. Okay. Krasse Scheiße. Hier burns really nice, heftig. Okay, fuck you. Fuck you. Fuck you. Was für elende Verräter! Komm her! Okay. Ja, hör mal auf zu schnetzeln, Jason. Einer fehlt uns noch. Ah, du Pisser! Willst du mich verarschen oder was? Gib mir jetzt den Außenposten. Yeah! Niemand legt sich mit Jason Brody an. Aber mir ist echt richtig extrem krass aufgefallen, wie unser Jason sich im Laufe des Spiels hier verändert hat. Ganz am Anfang waren wir noch die Überpussy. Und das ist kein Witz, wir waren einfach nur die Überpussy. Und mittlerweile fragt er schon gar nicht mehr bei Aufträgen richtig nach. Er sagt einfach, yeah, ich mach's. Bitches! Hier ist ein bisschen was weggebrannt, so wie es aussieht. Oh yeah, du hast ein bisschen Geld. Du hast auch was, ich weiß es. Die ganze Drecksäcke sind ein bisschen schwerer mittlerweile geworden. So. Wie? Okay. Okay. Oi, ey. Ha, ich habe zwei Schuss verbraucht mit einem Klick. Dum-dum-dum-dum. Ich wollte nur mal anklopfen. Schnauze. Kannst du die Sachen an der Aushangtafel ansehen? Nein, kann ich nicht. Ich brauche einen Beute-Sniper-Schuss. Das wäre nicht Sniper. Dass dann die Beute direkt in meine Tasche fliegen. So durch Rückstoß und so, weißt du? Wo ist denn hier der Eingang? Verflucht. Aha.
Eine Speicherkarte. Wie viele haben wir denn? 14 von 20 Speicherkarten. Da finden wir aber noch alle in diesem Let's Play. Also so viel bekommen wir auf jeden Fall hin. Okay. Wow. Wie viel kosten eigentlich jetzt die einzigartige Waffe? Hier ausgerüstet. Shadow fehlt. Gibt's eigentlich noch mehr? Oder war's das? Ich weiß es, dass ihr es wisst, aber ich weiß es nicht. Na, seid ihr schon alle verwirrt? Okay. Die Karte ist ja ein Stückchen weit grün. Natürlich. Wir holen uns den nächsten Funkturm. Okay. Danach brauche ich eine kleine Pause. Würdet ihr mir die gönnen? Mir egal, ich tu's einfach. Yeah! Mal ganz kurz durch das, dass ich nur gerade auslaufen muss, guck ich kurz auf mein Handy. WhatsApp. Okay. War meine Antwort im WhatsApp. Okay. Okay. Ah, da wächst Gras, da kommen wir hoch. Nice. Grüne Blätter, davon brauchen wir mal wieder welche. Aloe Vera. Auch genannt Aloe. Okay. Mich wundert's, dass hier keine Schraubenbäumchen gibt. La 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 la. Alter, wo der Funkturm ist, wo wir sind. Wo der Funkturm ist, wo wir sind. Wo der Funkturm. Oh Mann! Komm ich denn da bloß unversehrt hin? Ich glaube, unterwegs ist noch ein Lager. Nee, aber direkt nebendran. Da können wir danach mit Wingsuit hinfliegen. So, ich darf die nicht ärgern und soll nicht Ungewöhnliches machen. Ich habe Angst, dass es hier wieder Krokodile gibt. Krokodile sind unfreundliche Tiere. Nö, es gibt Krokodile. Keine Krokodile, aber ein Gepard. Der fickt uns gleich, ich schwör, der fickt uns. Ha, der war langsam. Haben wir den getroffen oder haben wir ihn verfehlt? Bin der Meinung, wir hätten ihn getroffen, aber... Nö. Anscheinend ja nicht. Schade. Schade. Naja, jetzt holen wir uns erstmal diesen Funkturm. Oh mein Gott, meine Hand juckt. Oh, verdammt. Okay. Ah, komm schon. Ah, komm schon. Oh mein Gott. Aua. Verdammte Scheiße. Drecksfunkturm. Du tust mir schon weh, bevor ich dich überhaupt erreicht hab, du Schlampe. Okay. Ich würde sagen, wir sind hier. Hat eben jemand was gesagt?
Oder habe ich mir das eingebildet? What the fuck? Ist hier gerade ein Auto hochgekommen? Wär mal ein bisschen kranker Scheiß. Ah. Ui. Schweinerei, wer war denn das? Oh mein Gott, die Funktürme werden immer schwerer. Immer schwerer werden diese Funktürme einzunehmen. Und beim nächsten Außenposten nehme ich mir ein scheiß Scharfschützengewehr, was stark ist. Gibt wahrscheinlich nicht so ein starkes, wie ich jetzt habe, aber es gibt leise. Leise gibt's. Leise. Und leise ist wichtiger, wegen Alarm und so. Weil guck mal, wie leise das hier ist. Hört keine Sau, niemals. Klaustrophobie. Ah! Oh! Mann! Hilfe! Hilfe! Die Funktürme sind really schwer geworden. Okay. Das ist ein Sprung, den Sprung schaffen wir. Okay. Alter Schwede. Wo müssen wir hin? Alter Schwede. Also im Real Life, die ersten Funktürme wären ja noch so da. Da hätte ich gesagt, könnte man ja mal hochgehen. Sieht ja noch relativ sicher aus. Aber jetzt denke ich mir... Fuck! Okay. Was sehen wir? Wir sehen Hütten und Hütten und Holz. Und einen Tempel, den wir aufsprengen können, und ein Relikt befindet sich mit Sicherheit dahinter. Wo war denn jetzt der Mann? Wo war denn jetzt der Outpost? Okay. Verdammt. Immer wieder dieselbe Scheiße. Okay. Es reicht. Ich will doch hier irgendwo landen jetzt. Sanft landen. Oh, das war aber really sanft. Okay. Meine Frage an euch, Leute. Wie viele Alarme habt ihr? Einen, den ich sehe. Zwei, die ich sehe. Was geht, Männer? Ich bloß immer alles. Was geht, Männer? Tag.
Was geht? Wie kann es sein, dass der mehr verdient? Das weiß ich nicht genau. Ah, du Sau, ich hab drauf gedrückt. Hättest du den nicht takedown können? Ich dachte schon, dass ich eine Chance hätte. Bäm, Multikill. Zack, weg mit dir, mein Außenposten. Yeah! Okay. Meep, Erfolg, Außenposten gesichert. Den haben wir getakedown, von dem kriegen wir nichts. So, weiter geht's. Dich plündern war, du Sau. Ich bin froh, dass das so ein kleiner Außenposten war. Nee, den kriegen die nicht zurück. Das sind nämlich voll die Schweine hier, ne? Okay, Spaß beiseite. Den habe ich getakedowned. Den hier konnte ich nicht takedownen. Getakedowned. Bro. Okay. Okay. Ich höre einen Laptop piepsen. Ich habe Joint gefunden. Bin, glaube ich, mit dem Hals reingefallen oder so. Hab geraucht. Ah, Mann. Weiß das nicht so. Kann mir jemand 10 Dollar leihen? Wie viel kostet die Waffe? Wie viel brauche ich für Munition? Nicht viel. Mon amour, ich muss auch zurück. Ich muss doch einzigartige Waffen ansehen. 2600. Okay, mir fehlen 58 Dollar. 58 Dollar fehlen mir. Badadabdabdabdab. Um den Pfad des... Erledige ein Albino-Krokodil. Geil. Das weiter zu beschreiten, sieh dir die Aufträge an der Aushangtafel an. Ja, Mann. Ein Albino-Krokodil, das reicht dann. Dann kann ich mir noch die letzte einzigartige Waffe holen hier, ne? So viel sollte sicher sein. La 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 la. Halt die Fresse. Grünes Blatt. Ich frag mich, wer jetzt in die Kommis schreibt, woher kennst du diesen Film? Den gibt's doch gar nicht auf Deutsch. Na 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 na. Shut up! Okay. Halt! Halt! Mein Auto? Ah, okay. Dachte schon, das rollt jetzt weg. Also bei der ersten Karte steckt wirklich mehr Mühe drin. Das merkt man.